So, herzlich willkommen zu unserem Flug heute Samstagnachmittag. Wir fliegen von Zürich nach Stockholm. Im Moment sind wir am Gate Alpha 8 und we are ready for departure. Los geht's! Okay, unsere Flugnummer heute 12. Wir sind die Swiss 187 Foxtrot. Hallo Henrik. Ich glaube mir, du bist begeistert sein von FS Labs. Das ist von mir aus gesehen der beste Simulator, Flugsimulator, den es gibt. Swiss 187 Foxtrot. Dann Init Request. So, jetzt sollte unser Flugplan eingelesen werden. Voilà. Flight Level 220 ist irgendwie ein bisschen komisch. Also der Aerosoft ist in Ordnung, wenn du von A nach B fliegen willst, ohne dich allzu viel Gedanken zu machen über die Systeme und so. Wenn du einen richtigen Airbus simulieren willst, dann ist der FS Labs top. Hallo YOLO!
Also unser Flight Level wird sein nicht 220, das würde mich erstaunen. Tatsächlich 220, ne, ich gebe 350 ein. Gefällt mir nicht, 220 ist mir zu tief. 350, dann Zero Fuel Weight. Zero Fuel Weight, 60,8 Tonnen. Nicht hier, 60,8. Dann Block Fuel 8,7. 8,7. Deck. So, gehen wir in die Azu rein. Menü, dann Init. Init Request. Gut, dann Operation of Flight Plan. Departure Time, was haben wir jetzt? 40 Zulu, das heißt Departure, geben wir mal 15 Uhr Zulu ein. Dann Refuel über GSX, via GSX, gut. Send. Swissport International. Sehr gut. Dann das Boarding. Was ist jetzt los? Boarding. Catering. Requests. Und das Boarding soll um 14.45 starten. 14.45 zu Request. So. Dann haben wir bereits Messages. Unser Load Sheet. Accept. Ich docke das noch. Dann unser Slots. Estimated Offlock Time 15 Uhr zu. Print. Gut. Wie das soweit. Also. Departure with the runway to 8 sein. 8 Webbit. Oder fliegen wir den Daggers Departure? Ne, wir fliegen den Daggers Departure. Daggers to Whiskey. Insert. Also ich habe 20 FPS. Jetzt hier zähle ich mit ziemlich Traffic und Heavy Settings und 20 FPS ist okay. Im Flug komme ich dann auch auf 30, 35 mehr. Mehr brauchst du eigentlich auch nicht. Ja, also alles, was über 10 ist, kannst du noch fliegen. 23 ist super. Das reicht vollkommen. Catering und Refueling. Yes.
Boarding startet auch gleich. Sehr gut. Dann gehen wir weiter hier. Flugplan, ich schaue noch schnell die Cabin Sounds an hier. Also, Departure Zürich Runway 28, Degas Departure. Dann Stockholm erwarten wir. Sind die Winde da? Nilup to Papa Arrival. Das wäre dann für die Runway. Jetzt muss ich noch schauen. Sag mal, die Runway 1 Right sieht nicht schlecht aus. ILS 1 right, Nilup to Papa, genau, Deck in the Box, sehr gut. Schauen wir noch, ob der Flugplan soweit ohne Discontinuities ist. Ups, da sehe ich gerade einen Fehler. Deck, Insert, 1 right, gut, dann. Copy active. Quick return nach Zürich, falls wir irgendein Problem hätten. Und das Ganze auf die Runway 14. No star and no via. Gut. Das ist auch in der Box. Dann der Wind. Können wir dann fragen, Wind Request? So, Company Message haben wir wieder bekommen. Schauen. Ah, die Performance Takeoff. Gut, das können wir auch schon ausrechnen. Quest Departure Lima Sierra Zulu Hotel Intersections 9, Wind 9, Wind. Schauen, 270, 10, 270, 10 Knoten. Sehr gut. Dann die Temperature 31 Grad. Stimmt das? Ist diese Sendung live? Okay. 31 Grad. Runway 28. Anti-Ice is off. Packs off. Ja. Und QNH 1016. 1016. Dann Estimated Takeoff Weight 69,5. Rechne mal mit 69,8. Und Estimated CG 30.
So, Send. Irgendwie höre ich die Passagiere nicht. Ich sehe zwar, dass es an Bord ist, aber ich höre die Passagiere nicht. Gut, GSX wieder mal mit irgendeinem Bug. Das nervt, dieses GSX, ehrlich. Auf alle Fälle, Passagiere steigen ein, wie ich sehe. Also im Azu musst du eigentlich nichts eingeben, du kannst einfach eine Quest machen, Henrik. Also sprich, der Operational Flight Plan, das wäre kein Fuel. Und da hast du hier ein, hier heißt Init Request. Im Prinzip gibst du zuerst alles im ganz normal ein. Und dann machst du einfach Init Request und dann übernimmt er dir alles. Sonst musst du alles von Hand eingeben. Ich würde zuerst alles schön eingeben und dann eben im Arzt einfach immer Init Request machen. Dann übernimmt er immer alles schön. Das Einzige, was du im Azu anpassen musst, ist dann deine Departure Time hier. Und natürlich dann beim Boarding, wann geboardet werden soll. So, unsere Performance ist hier. Ich druck das schnell. Also unsere Performance V1 ist 1,4,3. Dann V-Rotate ist 1,4,5. Operational Flight Plan Ethno. Was das ist, schau ganz schnell. Willst du mitfliegen, Henrik? Flightplan Ethno, wo bist du genau? OFP Data und dann OFP Ethno. Ah, hier! Da musst du einfach immer 1 drin haben. 01. Aber was genau das ist, keine Ahnung. Also wenn nichts drinsteht bei dir, dann muss hier einfach immer 01 drinstehen. Aber ich kann schnell schauen, was das heißt. OFP Ethno. Das wäre jetzt eine gute Frage für die Blackbox. Ich glaube, das ist die Flugpalm-Versionsnummer. Das ist nicht so wichtig. Edit Number oder irgendwo sowas in der Art. V2 146 146. Dann Config 1. Flex Temperature ist 2. So, ist aufgesetzt. So, gut. Alles fährt wieder mal durcheinander hier. Schade, dass man das nicht irgendwie lösen kann, GSX.
a reminder about hand luggage. Small bags may be kept underneath the seat in front of you. All other items must be placed into an overhead locker. We'd appreciate your assistance by closing the overhead lockers once they are completely full. If you're seated in an emergency exit row or a front row bulkhead seat, all your items must be placed into an overhead locker, as the floor area around your seat must be kept completely clean. As we're currently refueling, please ensure that your seatbelt remains unfastened until the seatbelt sign is turned on. So, refueling is completed. Wir bekommen auch schon eine Company Message. Führer Report Missing. Ja, ich habe noch nichts eingegeben, meine Lieben. So, sobald das hier zu einer 6 ändert, kann ich es eingeben. Kann ich den Führer Report an unser Operations Center schicken und dann sind wir eigentlich ziemlich soweit für ein Pushback. Voilà. Das ist gerade geschehen. Also, wir haben 8 Tonnen Fuel bekommen. Ich bestätige das. Send. So, dann unser Loadsheet ist hier, unser Final Loadsheet Accept. Wir sind 166 Paxen. Unser Takeoff Weight 60,8. Ah, sehr gut. Genauso wie ich geschätzt habe. Dann Zero Fuel Weight. Max Zero Fuel Weight 32. Sehr gut, ich glaube, dann sind wir soweit eigentlich für den Start. Jetzt kommt mir noch in den Sinn, ich hätte ja eigentlich etwas Labs. So. Naja. Gut, dann würde ich sagen, before a start checklist. Before start checklist. Cockpit prep. Completed. Completed. Gear pins and covers. Removed. Signs. On and auto. ADRs. Nav. Fuel quantity. 19400 pounds. Takeoff data. Set. Barrel ref. QNH 1016 set. QNH 1016 set. Down to the line. Down to the line. Apu startet. Und wir sind so eigentlich ziemlich in time for pushback. Below the line. Windows and doors. Closed. Closed. Beacon. On. Are you sure about that? Thrust levers. Idle. Parking brake. On. Before start checklist complete. So, push. Starting to request pushback. So. Pushing to the left ist gut. No.
Jetzt habe ich keinen Sound irgendwie von GS6. Aber ich kann es lesen. Release Parking Brakes, also gut. Releasing Parking Brakes. Ach Gott, mein lieber GS6. Starting engine to cabin check. Crew, arm yellow door selectors and cross check. Meine Damen und Herren, einen guten Nachmittag und nochmal herzlich willkommen auf diesem Flug. Wir zeigen Ihnen jetzt ein Video über die Sicherheit an Bord. Wir bitten Sie, diesen Informationen aufmerksam zu folgen. Ladies and gentlemen, a very good afternoon. Once again, I would like to welcome you on board of this flight. We are now going to brief you on the safety procedures of this aircraft. Please follow the instructions carefully. Starting engine 1. Check. Parking brakes are set. And other wireless transmitting devices are either set to flight mode or completely switched off for takeoff and landing. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the in-flight magazine in your seat pocket. Please fasten your seatbelt now, as we are taking off. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened. Oh, Apple can come off. Until the aircraft comes to a full stop after landing. Whenever the fasten seatbelt sign is after on, start checklist. After start checklist. Anti-ice. Takeoff and landing. Off. Ecam status. Sure the back of checked. Pitch trim. Upright position. That your tables are folded away. Secure infants with the infant belt, which will be distributed by your flight attendant if needed. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted at any time on board. 30% set. Rudder trim. Zero. After start checklist complete. Oxygen masks will be released automatically. Pull the mask towards your request taxi clearance. Ground wheeling 1398. Ready to taxi. Cleared to taxi. Wheeling 1398. To evacuate the aircraft. Follow the illuminated clear left side. Clear right side. The emergency exits are identified by exit. Oh, warten wir noch schnell, dass er hier verschwindet mit seinem Pushback Truck. Die Lichter macht er nicht von selber an, Gott. Your life jacket is located under your seat. Brake check. Brake check. Pressure zero. Flight control check. Ready. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Do not inflate your life jacket until you leave the aircraft. Pull the strap until the life jacket is properly adjusted. Rudder. If the life jacket does not inflate or need more air, blow through the rubber tube. In case of emergency on water, the evacuation slides will serve as rafts. Full up. The safety on board card shows the very full down. Neutral. Of the safety equipment. Please study the card carefully. Full left. In an emergency, you must follow the orders given by the crew. Thank you for your attention. Von der
A taxel auf die Runway 28 über Inner. Viel Traffic in Zürich. Takeoff checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Briefing. Confirmed. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. V1, VR, V2, flex temp. V1, 1, 4, 6, VR, 1, 5, 1, V2, 1, 5, 2, Toga. V1, 1, 4, 6, VR, 1, 5, 1, V2, 1, 5, 2, Toga, ATC. Set. ECAM memo. Cabin is still not ready. Oh, dann müssen wir jetzt schnell warten, dass die Cabin ready ist. Mühsam. Angeblich soll, wenn man hier switcht, dann sieht bald sein Sohn, switcht die Kabine, ein Signal bekommen, um sich schnell ready zu machen. Go.
Cabin crew, the cabin is ready. Seats for departure, please. Na, funktioniert doch dieser Trick. No blue. Down to the line. Request takeoff clearance. Tower, wheeling 1398. Ready for departure. Cleared for departure. Wheeling 1398. Set the lights. Approach path clear of traffic. Nee, der setzt die Lichter nicht selber, oder? Before takeoff flow. Was macht er? Cabin crew, be seated for takeoff. Er setzte nicht selber. Schade. Lining up runway 28. Approaching 28. Runway 28 checked. Thank you very much for the follow, Jonare. Danke dir für den Follow. On runway 28. So, nicht schlecht. Dann starten wir schon mal die Chrono. Below the line. Takeoff runway. 28 confirmed. 28 confirmed. Cabin crew. Advised. TCAS. TARA. Engine mode selector. Ignition. PAX. Off. Before takeoff checklist complete. So, gut, dann geht's auch los. Ready? Ready. AFIRN. Take off. Check. Manflex SRS on the runway. Manflex SRS runway, autos rast blue. Checked, thrust set. Checked. 100 knots. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Feet, autopilot one on. Autopilot one on.
packs are on. Thrust climb. Jetzt geht sie mal ein bisschen nach rechts, dann zurück nach Degas. Flaps up. Flap zero. Speed checked. Flap zero. After takeoff climb checklist. Landing gear. Up. Flaps. Rejected. Packs. On. Down to the line. Below the line. Barrel ref. Set standard. Standard cross checked. Standard set. Standard set. After takeoff climb checklist complete. You have control. I have control. I have control. You have control. I have control. So, schnell schauen, wie lange dauert das. Landung wird um 17:27 Zulu sein. Das heißt, in rund 2 Stunden. 2 Stunden Flug nach Stockholm. Ich finde, der Sound ist jetzt viel, viel besser mit der DSS Sound als der Original One. Hört sich viel besser an. Standard Sets drauf nicht selber. Dann tue ich das noch. So. Thousand feet, lights off. So, jetzt sind wir so ziemlich über dem Flughafen Zürich wieder. Jetzt da Richtung Bodensee und beim Bodensee drehen wir dann ab über Deutschland.
Oh, Zürichberg mit dem FIFA-Hauptsitz. Schwammendingen. Gute Aussicht heute. Und der Zürichsee natürlich. Bodensee, Friedrichshafen, wir drehen ab Richtung Deutschland.
Jetzt ja einem fast schlecht von so vielen Kurven Richtung Degas. Oh Mann. Also jetzt geht es dann Richtung Etago über Stuttgart. Sollte man auch den Flughafen Stuttgart sehen, falls das Wetter so bleibt. Dann geht es Richtung Norden und zwar über geht's bei Frankfurt vorbei. Ja, es geht bei Frankfurt vorbei. Dann geht unsere Route rechts über. Was ist das? TFR. Leipzig. Gut, es geht dann über Leipzig, Magdeburg, Berlin. Dann über die Nordsee Richtung Schweden, Stockholm. Ziemlich viel Traffic hier um Stuttgart. Das
nicht, ja, speziell.
Hallo, Resolox. Bei dir ist Weltuntergang. Ich sehe bei mir auf dem Radar sehe ich nichts im Moment. Welchem Channel in Discord? Redtop. Redtop. Wie ich denn? Bei Star Games Redtop. Redtop. General Chat. Also. Ah, jetzt sehe ich's. Oh. Okay. Oh, das sieht ja ziemlich düster aus bei dir. Dann bin ich ja gespannt, ob ich etwas mitbekomme hier. Ist es dein Auto, Resolox? Sechs. Gewitterwolken, Lommere. Das heißt, du wohnst in der Gegend von Frankfurt. Paderborn. Schnell schauen, wo das liegt. Paderborn, was ist da in der Nähe, was ich kenne? Paderborn. Ach, du bist bei Aerosoft zu Hause. Genau, Dortmund. Oder bei Aeroschrott, genau.
Wohin geht's bei dir, Resolox? Male, okay, nicht schlecht. Von Frankfurt, oder? Ah, okay, du machst deine Tour. Okay. Ja, dann viel Spaß. Ich schau dann auch noch rein bei dir. Ich glaube, wir kommen noch knapp neben dieser Kaltfront, neben diesem gelben Wetter hier vorbei. Ach, das sehe ich auch schon. Hässliche Wolken, Gewitterwolken da hinten.
Hallo, Airbags. So, wir machen uns ready for the descent. Mal schauen, wie das Wetter in Stockholm ist. Q&A 10:15, dann Temperature 23 Grad, Wind 160, 12 Knoten. Und Decision Altitude für die Runway 26
ist 330 Fuß. 330. Und expected RV stand 1. Top of Descent haben wir gerade erreicht. Runter geht's auf 2500 Fuß. Stellen wir noch das hier ein. Mal schauen, wie das funktioniert. Was ich hier einstellen muss. Set QNH? Nee. Wo stellt man das Ganze ein hier? Approach Briefing hier. Transition Level sind 5000. Dann Approach Type ist iOS Cat 1, das stimmt. Final Approach Fix Altitude ist 2,5. Minimums 3,30. Next page. Auto Brake Medium. Reverse Idle. Expect Taxi Route. Ne. Landing Flap Config Full. Last Sector. No. Startup View. Taxi in. Yes. Gut. Ich glaube, dann sind wir ready. Ready soweit. Wo kann man hier... Ist jemand, wo man hier die Callsign einstellen kann? Das ist ja irgendwie so. Ja, lassen wir das. Hallo Yankee! Ich sehe gerade, du hast ein neues Hobby. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist eine ganz komische Arrival, die ich hier habe. Ich möchte auf die Runway 26, nicht der One Right. 26. LF 26. Dann Niluk 2K. So, und jetzt habe ich hier irgendwo noch eine Discontinuity, genau. Komischer Arrival, den ich hier habe. Irgendwie, das kann es ja nicht sein. Das
Da fliegt er nach Berg. Löschen wir das mal. Löschen das. So. Irgendwas stimmt hier nicht ganz, aber mal schauen. Sieht bereits nach Stockholm aus. Ich mache jetzt einen Direct auf CF26, weil dieser Anflug hier, der macht irgendwie so gar keinen Sinn. So, das ist schon besser. Und dann volle Pulle runter. Checklist. Briefing. Confirmed. ECAM status. Checked. Seat belts. Are you sure about that? On. Bar or ref. QNH 1015 set. QNH 1015 set. Minimum. Meine Damen und Herren, der Kapitän hat uns Anschnallzeichen. 330 feet set. 330 feet set. Engine mode selector. Normal. Approach checklist complete. Wenn Sie dieses Wesen senkrecht, bitte legen Sie Ihre Sicherheitsbrille ab. Ihre persönliche Elektronik. So, jetzt sind wir wahrscheinlich noch zu hoch zu diesem. Fehlanflug, genau, das ist schon der Flughafen. Das heißt, wir werden jetzt etwas Richtung mehr rausdrehen. QNH 1015 set. QNH 1015 set. Passing 17,500 now. Checked. These must be held securely or placed into a pocket. Larger items, including laptops, must now be switched off and stowed away safely. Jetzt nimmt es mich wunder, wie viel wir über dem Gleitslauf sind. Ach, ziemlich heftig. Ich kann es nicht mal einsagen, wenn es so schlimm ist. Master Caution, Speed Brake still out. Ist in Ordnung so. Jetzt ziehen wir hier auf 250. 200 und runter.
So, 10,000 Fuß. Lights on. Musik geht aus. Ist wieder Zeit für uns im Sterile Cockpit. Massiv zu hoch. 6000 Fuß zu hoch immer noch. So, dann geht's zurück Richtung CF26. Einen Ausflug heute hier über die Küste von Schweden. Zurück jetzt auf nach dem Flughafen Arlanda. Managed Speed und Managed Altitude. Minimum Sector Altitude sind 2,2. Mist Approached wird im Fall eines Mist Approached würden wir gerade ausfliegen auf Kurs 251 und dann
auf 1500 steigen und würden Vectors erwarten. Meilen bis zum Flughafen. Ich glaube, wir sind ein bisschen weit rausgeflogen, um Höhe abzubauen, aber ist schon okay. Ich sehe die farbigen Häuser in Skandinavien. Orbix Buildings sieht soweit gut aus. Ja, genau, hier sieht man die farbigen Häuser von Skandinavien. Rot, blau, gelb fällt mir noch etwas hier. Passing final approach fix 2500 feet. Radio altimeter alive. Schauen, unser Gate ist Gate 10, das heißt, jetzt muss ich schnell schauen, wir landen auf der 2.8, dann geht's raus auf die linke Seite und am Pier Alpha, da wird die Gate 10, sehr gut. Meilen. Ich sehe schon, die Frontscheibe könnte man ausputzen wieder mal. Sommer, viele Viecher, viele Fliegen. So, Flaps 1. Flaps 1. Check speed. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Miles to go. Localizer alive. Runway in sight. Seidenwind von links. 8 Meilen. Flaps 2. Speed checked. Gear down. Flaps 2. Gear down. Clear. Glide slope alive. Und Flaps 3. Flaps 3. Check speed. Ach. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Flaps full. Speed checked. Flaps 4. Cabin crew, be seated for landing. Landing checklist. Cabin crew.
Advised. Auto thrust. Speed. Auto brake. Medium. ECAM memo. Landing no blue. Landing checklist complete. Continue. Soweit sieht es ganz gut aus. Tausend Fuß nächstens und wir sind stable. Approach stable, I have control, autopilot one off. Seitenwind von links, das heißt, wir müssten jetzt etwas korrigieren, sehr wahrscheinlich. Approaching 2-6. Runway 2-6 checked. Die Sinkrate 800 ist gut soweit. Ich drehe mich etwas in den Wind rein. Crab, ich sag mal so, Crab. Rate sollte gut sein, so beibehalten, 500. Sieht 100 above. Minimum. Continue. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 5, retard. Spoilers. Spoilers. No reverse, engine 1 and 2. War eigentlich, glaube ich, eine gute Landung. Ich weiß jetzt nicht gerade nicht, wie viel wie die Landrate war. 70 knots. 1,200 meters remaining. So, dann gehen wir hier raus. Flaps gehen ab. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug seine Parkposition erreicht hat. Ladies and gentlemen, please remain seated with the seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Jetzt muss ich schauen, wo ist hier die... Set the lights. Wo ist hier die 10... After landing checklist. Flaps. Rejected. Spoilers. Disarmed. APU. Start. Radar. Off. Predictive wind shear system. Off. After landing checklist complete. Wo geht's lang? Okay, gut. Jetzt sehe ich es hier lang auf die 10. Zulu. Auf Zulu Quebec und dann auf Zulu November.
So, wir parken hier, glaube ich, neben der Island Air, neben Eis Air. Das sollte die 10 sein hier. Genau hier. Nach links. Ich sehe es jetzt nicht. Welches ist die Nummer 10? Gate Number 10. Das müsste der hier sein. Das ist aber auch eine doofe Einfahrt hier. Hier ist die 10. So, Taxi Lights off. Taxi Light off. Dann schaue ich halt auf den Boden. So. Ja, was ist jetzt hier für den A320? Ja, der Matrika. Sicherlich nicht schlecht. Parking Flow Shutdown. Wir haben Soda Jetways. Juhu! Parking Checklist. APU bleed. On. Engines. Off. Seatbelts. Off. Exterior lights. Nav logo on. Fuel pumps. Off. Parking brake and chocks. On and in. Parking checklist complete. So, well, willkommen in Stockholm.
Hier ist die Call Sign, jetzt sage ich es. Ist ja mühsam. Und da muss man hier hin und her schalten. Meine Damen und Herren, Ihre mobilen Geräte können nun wieder benutzt werden. Bitte seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer. Bitte achten Sie beim Verlassen des Flugzeugs darauf, alle persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Das Rauchen ist nur in den bezeichneten Räumen erlaubt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und hoffen, Sie bald wieder an Bord eines unserer Flugzeuge begrüßen zu dürfen. Ladies and gentlemen, you may now make and receive calls and use all data services on your handheld electronic devices. When leaving your seat, take care when opening the overhead lockers, as items may have moved and can't fall out. Before leaving the aircraft, please make sure you have all of your personal belongings with you, and remember that smoking is not allowed until you have reached a designated smoking area. We would like to wish all of our customers an enjoyable stay. If you're traveling on further, we wish you a pleasant onward journey. It has been a pleasure to serve you, and we look forward to welcome you on board of one of our aircraft soon. Na gut, dann das war's wohl für diesen Flug von Zürich nach Stockholm. Danke für das Zuschauen hier. Und wer weiß, ich werde später noch einen Longhaul machen. Weiß zwar noch nicht so richtig wohin, aber würde mich freuen, wenn ich ein paar Leute später wieder sehen würde. So, bis dahin wünsche ich euch einen guten Samstagabend. Bye bye.